Hallo, da bin ich schon wieder mit einer kurzen Grammatiklektion. Heute möchte ich mit euch die Modalverben üben. Modalverben? Was ist das schon wieder? Keine Sorge, ich bin sicher, ihr kennt sie alle. Sollen, wollen, können, mögen, dürfen, müssen. Man kann sich diese Modalverben leicht merken. Zwei O's, sollen, wollen, zwei Ö's, können, mögen und zwei Ü's, dürfen und müssen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sagt, ich will heute arbeiten gehen oder ob man sagt, ich muss heute arbeiten gehen. Noch ein Beispiel. Lernen. Wir sollen lernen. Es wäre also besser zu lernen. Wir wollen lernen. Wir freuen uns darauf. Wir können lernen. Wir sind dazu fähig. Wir mögen lernen. Wir lernen gerne. Heute sagt man aber anstelle von mögen eher wollen, also wir wollen lernen. Wir dürfen lernen, wir haben die Erlaubnis dazu. Wir müssen lernen, es ist unsere Pflicht. Ich hoffe natürlich, dass ihr immer sagen werdet, wir wollen lernen und nicht wir müssen lernen. Sehen wir uns dazu ein paar Beispielsätze mit den persönlichen Fürwörtern an. Ich soll die Wäsche waschen. Oder ich will, ich kann, ich mag, ich darf, ich muss. Du willst mit deinen Freunden ins Kino gehen. Oder du sollst, du kannst, du magst, du darfst, du musst. Er, sie, es kann schwimmen. Er soll schwimmen. Sie will schwimmen. Er mag schwimmen. Sie darf schwimmen oder er muss schwimmen. Wir mögen laufen. Man würde heute aber eher sagen, wir wollen laufen. Oder wir sollen laufen. Wir können laufen. Wir dürfen laufen. Wir müssen laufen. Ihr dürft tanzen. Ihr sollt, ihr wollt, ihr könnt, ihr mögt, ihr müsst tanzen. Sie müssen die Umwelt sauber halten. Sie sollen, sie wollen, sie können, sie mögen, sie dürfen die Umwelt sauber halten. Ihr findet aber im Internet bestimmt ein paar nützliche Tabellen über die Modalverben. Versucht am besten selbst, gleich ein paar Sätze zu schreiben. Hier noch ein paar Beispiele. Sie konnten das WC nicht finden. Du solltest besser aufpassen, damit das nicht wieder passiert. Tut mir leid, das habe ich nicht gewollt. Wir durften keinen Alkohol mehr trinken. Er musste die Rechnung sofort bezahlen. Sie mag keine engen Jeans. Passt bitte auf, ihr könntet euch möglicherweise verletzen. Mein Kind wollte gestern nicht in den Kindergarten gehen. Eigentlich müsste ich jetzt lernen. Aber ich habe keine Lust dazu. Ich sehe aber, dass ihr noch große Lust habt, weiterzulernen. Keine Angst, es ist nur eine kleine Wiederholung der Lektion trennbare Verben. Sehen wir uns also die Modalverben in Verbindung mit den trennbaren Verben an. Ich soll meinen Chef anrufen. Ich rufe meinen Chef an. Du willst nicht mit uns mitkommen. Du kommst
nicht mit uns mit. Er, sie, es kann das Geschenk mitbringen. Er, sie, es bringt das Geschenk mit. Wir mögen das Bier nicht austrinken. Wir trinken das Bier nicht aus. Ihr dürft die Schokolade aufessen. Ihr esst die Schokolade auf. Sie müssen um 11 Uhr abfahren. Sie fahren um 11 Uhr ab. Wenn also im Satz ein Modalverb vorkommt, können, sollen, müssen, dürfen, dann trennt man das Verb nicht. Also anrufen, mitkommen, mitbringen bleibt zusammen. Wenn in einem Satz kein Modalverb vorkommt, dann kann man die trennbaren Verben trennen. Also ich rufe an, du kommst, düdüm, mit und so weiter. So, das war's schon wieder. Fertig. Und jetzt? Jetzt muss ich arbeiten gehen. Aber will ich das auch? Nun ja, ich sollte arbeiten gehen. Ja, ich darf sogar arbeiten. Aber eigentlich mag ich jetzt überhaupt nicht ins Büro. Egal, ich gehe arbeiten. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald. Tschüss, Baba.